Es hätte nicht so ausgehen müssen. Nicht so. Dieses Gemetzel hetzt uns die ganze Rote Armee auf den Hals. Ich werde ihn töten. Ehrlich, ich werde ihn töten. Wirklich? Wollen Sie ihn wirklich umbringen? Wenn die Russen seinen Leichnam finden, sind ihre Probleme gelöst und sie stellen die Untersuchung hoffentlich ein. Ich will nicht wegen eines elendigen Typen vom Mars sterben müssen. Schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Was ist passiert? Ich erinnere mich nur noch an den Kerl, der mich erschossen hat. Wer sind Sie? Hauptgefreiter der Reserve, Jewgeni Fjodorowitsch Sokolow, zu Diensten. Wie kam ich hierher? Ich kenne die Leute nicht, auf die sie geschossen haben, aber als sie fast tot waren, erschien ein Blitz und ein Mann in Schwarz trieb sie mit ein paar gezielten Schüssen zurück. Dann gab er ihnen eine Injektion. Als er weg war, habe ich sie auf den Gazi gelegt, in meine kleine Wohnung gebracht. 4 Stunden musste ich in ihnen rumwühlen, um die Kugeln zu entfernen. Als vor 5 Jahren das Kosmodrom schloss, wurde mein Sohn arbeitslos und begann zu trinken. Wie alle hier, wissen Sie. Und als der Dagestanier das Kosmodrom kaufte, wie heißt er nochmal? Abdul Hamid. Die Leute nennen ihn Kabir. Kabir? Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Wo finde ich ihn? Im Kosmodrom. Weniger als 20 Kilometer von hier. Moment, Kosmodrom nach Odzhaice. Hier. Aber das ist eine richtige Festung. Ohne Hilfe von drinnen kommen sie da nix rein. Und was ist mit Ihrem Sohn? Könnte der irgendwie reinkommen? Ich weiß nix. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber vorher muss er aus dem Arbeitslager raus. Das wäre kein Problem. Wenn Sie ihn da rausholen, hilft er Ihnen bestimmt. Aber warten Sie bis zum Morgen. Nachts ist die Taiga gefährlich. Nehmen Sie meinen Motorroller. Eine Schrottbeule, aber die überlebt alles. Mit der Bahn kommen Sie direkt zum Lager. Gott segne Sie. Evgeny, danke. Haben Sie was vergessen?